Recht herzlich willkommen zur fünften Folge von Europa Universalis 4 mit Engländerland. Ja, letztes Mal haben wir hier Anspruch fingiert und irgendwo da noch das Netzwerk ausgebaut. Wir können das mal laufen lassen. Oh, wir haben einen Eroberungskriegsgrund gegen Tyone. Ah, das sind die da oben. Also die da. Das hat also schon geklappt. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da jetzt mal gerade reinschauen. Also, wir haben keinen Berater frei. Das ist schlecht. Berater, nicht Diplomaten. Provence. Ja. Verbesserung der Marinetechnologie. Morat Pause. Geld spielt keine Rolle. Halten 0,5 Inflation. Diplomatie. Alte diplomatische Macht. Ne, wir machen mal lieber Vorsicht walten lassen. Wie sieht das denn aus? Hier sind wir mit denen unterwegs jetzt. Verbessern die Beziehung mit uns. Bündnis in mit Desmond. Wer ist Desmond? Das sind hier unten, ne, oder? Ja. Das spielt also eigentlich keine Rolle, denke ich mal. Ich mache eine Staatsehe mit denen, okay. Ja. Das bedeutet, das hier ist doch derjenige, der jetzt gerade da. Da vertue ich mich. Nein, ne? Ach, das wird aufgebaut, das Spionagenetzwerk, und verbessert. Den ziehen wir da jetzt ab. Den braucht er dann nicht mehr machen. Weil wir haben ja einen Kriegsgrund gegen die. Okay. Traut euren Nachbarn, machen wir auch. Wir greifen die nämlich jetzt an. Verbündete einberufen, die wollen alle nicht mitmachen, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Die kommen da auch gar nicht hin, das ist nämlich das nächste Problem wahrscheinlich. Dann geht's mal weiter. 14 gegen 5, das passt schon. Da haben wir auch schon gewonnen. So, mal gucken. Die anderen kommen wahrscheinlich noch nicht mal dahin, weil sie vielleicht gar keine Zugangsberechtigung haben. Das reicht dann schon, ne? Ist die Frage, ob wir das haben. Haben wir? Okay. Ja, warten wir es ab. Aber wir können ja gerade gucken, ob wir hier, die wollten doch sowieso uns den Zugang geben, ne? Zugangsaktion, Militärkorruptionsbank. Bestätigen, okay. Die dürfen, also wir dürfen da durch. Dann passt das auch. Mal gerade nur abwarten, bis wir das eingenommen haben. Wie ist denn da? Ja. Gucken wir noch andere Sachen in der Zeit, bis das passiert. Wir hatten hier einen Berater. Aha. Da ist jetzt, glaube ich, noch nichts, oder? Sind die Stühle. Finanziell 3,33. Da müssen wir ein bisschen Geld sparen, weitermachen so. Da müssen wir mal gucken, wie das da in der Wirtschaft aussieht. Hier läuft noch alles. Da sind wir bald mit der Gefiertraufen oder was das heißt, zu Rande. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja. Da müssen wir unser Prestige verbessern. Wie viel waren das? Als 50. Ja, wir sind jetzt hier bei 7 oder was? Tatsächlich. Das dauert also noch eine Runde. Kriegsmüdigkeit ist fast nichts. Stabilität brauchen wir nicht erhöhen. Das können wir alles so lassen. In der Kirche sind wir glücklich und zufrieden. Truppen 23 von 36 ist also auch noch okay. Wir werden hier so ein bisschen aufgerieben, sehe ich gerade, ne? Vielleicht sollten wir da mal gerade halbieren. Ich glaube, das ist besser, oder? Aber wir werden da immer noch aufgerieben dann, ne? Ja, spielt also gar keine Rolle.
Dann marschieren sie wieder zurück. Ist ja auch fremdes Land, das ist auch klar, dass man da aufgerieben wird, oder? Aber wir könnten ja schon mal mit ein paar gucken, was da unten los ist, ne? Tja. Wie sieht's denn aus? 29% und da ist es durch. Okay. Okay. Das bedeutet, wir ziehen mal da rein und gucken, was da unten los ist. Kann ja nicht so schwer sein. Da stehen auch noch Sechser. Die schlagen mal gerade. Gut, die Tour haben wir gewonnen. Die ziehen aber zurück. Gehen wir gerade hinterher. Ganz aufbleiben. Gewonnen. Zurück. Können wir da schon Verhandlungen betreiben? Gucken wir mal. Och, geht sogar schon. Und Glück wird mir denn gegen Holland, okay. Okay. Waffenstillstand mit der Ware ist beendet. Ja, dann würde ich mal die Forderung senden eigentlich, oder? Weil hier haben wir ja noch. Ja, machen wir. Zack. Dann kommen wir mal zurück, lassen laufen und die haben auf angenommen. So, dann, nee, dann gehen wir dahin. Das können wir schon mal definitiv hier zur Kernprovinz machen. 32 Monate, aber das machen wir auf jeden Fall. Gut. Ja. Diplomatie. Da haben wir. Dann können wir hier jetzt als nächstes einen Anspruch drauf machen, oder? Bestätigen. Okay. Läuft. Was haben wir denn hier noch so? Meinung. Naja. Die da oben haben rot. Die anderen sind eigentlich mit uns zufrieden. Müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen, ne? Stärken, Territorium. Was haben wir denn noch für schöne Karten? Koalition. Okay. Da ist alles gut, ne? Sieht so aus. Gut. Ja, was machen wir da weiter, oder? Gut, dann gucken wir mal gerade hier, wieso die anderen Bande sind. Wie ist denn mit denen? Was ist denn mit denen hier? Verbündet mit Schottland und Ulster. Okay, das ist nicht so gut. Die sind verbündet mit Connor und Ulster. Warte mal, ignoriere Verfügung. Okay. Administrative Macht war das linke. Oder erhalten plus 15 lokale Autonomie in. Nee, dann machen wir die administrative Macht weg. Ja, hier sind Verbündete. Konmacht. Wer ist denn das? Ist das hier unten der oder wer? Der ist das. Die sind verbündet. Und wer war da noch bei? Ulster ist da. Sind 5 und 7. Das sind 12. Wir haben aber 15. Tendenziell würde ich sagen, kriegen wir das auch so hin. Machen wir die Pause raus. Ja. Aber da haben wir noch nichts, ne? Oder wie ist das?
Müssen wir erst noch anlegen, das Spionagenetzwerk. Wo war das? Nee, das ist die Meinung. Entwicklung, Diplomatie. Die beiden Länder, da haben wir schon Anspruch drauf, oder wie ist das? Was ist das Gestreifte? Hier ist doch schon eine Kernprovinz, ne, oder? Quack, das ist jetzt hier falsch. Ja. Hier Anspruch. Wir haben schon Anspruch da drauf. Dann brauchen wir das nicht. Den können wir dann wieder abziehen. Die Karte ist eine andere. Gut. Und ich denke mal, wir sollten ganz einfach da gucken und denen den Krieg erklären. Da sind zwar die anderen beiden bei, aber das sollte nicht unser Problem sein, oder? So. So, wir müssen erst den Krieg erklären, ne? Und dann marschieren. Waffenstillstand mit Frankreich ist beendet. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, ne? Die Franzosen sind aber... Okay. Garantiert die Unabhängigkeit von Provence. Führen auch gerade keinen Krieg, oder wie sehe ich das? Wie sind die denn unterwegs? Die haben mit Burgunden Bündnis und Provence Kriegsgrund. Ja. Die haben aber gerade mit sich selbst zu tun, sehe ich gerade, ne? Dann lass die doch mal in Ruhe. Das bedeutet, schalt mal die Karte hier wieder auf politisch um. Wir werden hier definitiv jetzt gerade einen Krieg erklären. Bestätigen. Und werden mit unserer Truppe als erstes da einmarschieren und diese kleine Armee von Ulster fertig machen. Das ist schon gewonnen. Das waren die Schiffe, die Flotte wahrscheinlich, ne? So, wir müssten dann auch die Pause rausnehmen, sonst laufen die nicht, ne? Münster greift die auch noch an. Oh, ist ja auch nicht schlecht, ne? Wir haben einen Rivalen. Einen Rivale. Und wir sollen die Franzosen dort machen, okay. Gewonnen. Dann ziehen wir darüber. Das ist der Comanche, oder wie sagen wir mal. Oh, das wird aber knapp. Da haben wir gerade verloren, weil da noch welche nachzogen. Ne? Das war ja gar nicht gut. Und dann hauen die auch noch darüber ab. Dann lass uns mal schnell hier noch was ausheben. So, zack rüber. So, und dann ach, wir können sogar da oben über Schottland da lang. Interessant. Dann machen wir das mal, oder? Okay, die stehen da jetzt natürlich verlassen und alleine. So, dann geht's da rund. Elf. Wir haben wieder verloren. Wir haben keine Moral, oder was? Das ist natürlich schlecht, ne?
Ja, okay. So. Ach so, wir müssen die Flotte in Hafen holen. Dann funktioniert das auch, was wir vorhaben, ne? So, jetzt aber. Flotte nehmen, die Flotte und darüber. Klappt das jetzt? Ich glaube nicht, ne? Jetzt laufen die wieder da lang. Ich wollte doch die Schiffe nehmen. Wieso geht das mit den Schiffen nicht? Eigenartig. Aber diesmal haben wir sie wenigstens geschafft. So. Dann ziehen wir da hinterher. Keiner mehr auf unserem Land. Jetzt besetzen wir erstmal Ulster hier. Haben wir denn hier in Ulster schon ein Dingens? Provinzanzeigen. Haben wir sogar. Cool. Ja, dann sollten wir doch vielleicht mal zusehen, dass wir das auch so machen, ne? Wir bekämpfen die mal gerade eben. Waffenstimme verändert. Lothringen auch. Aragon, Neapel und Diplomat. Okay. Das bedeutet, das war einer unserer Berater? Nee, der ist es nicht. Und ist das einer von uns denen? Nee, der heißt anders. Flandern, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir das hier fertig kriegen. Da fahren wir mal wieder raus. Administrative Macht oder Dukaten? Geld werden wir immer kriegen. Holland. Holland verhängt ein Embargo gegen uns. Auch interessant. So, jetzt muss hier mal was passieren, ne? Ja. Müssen wir da gucken, dass das hier was wird. Okay. Mauer nicht durchbrochen. Dauert noch. Armee auswählen. Wir können aber definitiv hier mal teilen. Dahin. Und dann machen wir halbe so und halbe so, obwohl das sind mehr wie die Hälfte, ne? Naja, ist so. Die warten hier. Also, wir haben das befreit. Dann sollten wir das wieder befreien. So, nur aufpassen. Ups. Nein, lass laufen. Gucken, was passiert. Wir sind vorweg da. Wir wollen wieder Ulster besetzen. Und die ziehen da auch noch rein. Dann sind das so viele. Aber dann kommen sie da raus, nicht? Stopp. Lass weiterlaufen. Wir gehen da wieder hoch. Wir müssen das auf jeden Fall haben.
und dann schauen wir weiter. Pause raus. Und das sind schon hier zwei Felder jetzt, ne? Sligo. Die besetzen das jetzt. Jetzt müssen wir gucken, wo die hingehen, ne? Gut. Ziehen wir da rein. Okay, kommen wir früher weg. Ich will's hoffen. Ja. Wir befreien das wieder. Dann gehen die wieder runter und wir gehen rüber. Und Ulster, hier, das hier, das müsste dann mal frei werden. So, wieder darüber. Und ich hoffe, die ziehen auch da rein. Ich glaube, wir machen mal noch was. Ne, Pause. Lass uns mal hier noch. Können wir nicht, wir haben nicht genug Geld. Ich wollte gerade noch ein paar Truppen ausheben, aber dem geht nicht so. Ja, das wäre jetzt schön zu wissen, ob wir das machen oder nicht. Aber jetzt ziehen wir natürlich eine Schleife, das ist doof, ne? Jetzt kommt's zum Kampf. Jetzt müssen wir die anderen noch dabei nehmen. Kommt schon. Ah, zu spät. Sonst shit auch. Beide Schlachten verloren dadurch. Shit. Das ist doof gelaufen jetzt. Ja, können wir jetzt nicht viel machen. Da haben wir richtig Blödsinn gemacht. Gut, aber ich würde sagen, wir unterbrechen das jetzt gerade hier und machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.